Aus dem Evangelium nach Matthäus. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Diese Sterndeuter möchte ich näher betrachten. Matthäus selbst bezeichnet diese Menschen, die sich von weit her auf den Weg machen, als Magoi, Angehörige einer persischen Priesterkaste. Sie waren der Astrologie kundig. Astrologie in diesem Kontext bedeutet, aus den Sternenkonstellationen den Willen der Götter zu erfahren, um ihn dem Volk mitzuteilen. Die Magoi berechneten die Sonnenwenden, die Zeiten für Aussaat und Ernte. Sie wussten, wann die richtige, die gute und die schlechte Zeit ist. In besonderer Weise waren diese Priester geschult, die Zeichen der Zeit zu erkennen und zu deuten. Schnell hat sich daher im deutschen Sprachgebrauch, wie in der gerade gehörten Einheitsübersetzung, die Bezeichnung Sterndeuter durchgesetzt. Die Sterndeuter haben nicht nur erkannt, dass ein neuer Stern zur Geburt des Königs der Juden aufgegangen ist. Sie haben sich auf den Weg gemacht, diesen neugeborenen König der Juden zu huldigen. Erstaunlich. Was hatten sie als Perser und zudem Angehörige der herrschenden Priesterkaste mit dem Erlöser des jüdischen Volkes am anderen Ende der Welt zu tun? Alles. Als Sterndeuter haben sie mit den Augen, dem Verstand, die Zeichen der Zeit richtig gedeutet. Als Weise haben sie diese Zeichen ihr Herz anrühren lassen und sind geführt von ihrem Herzen und dem Zeichen, ihrer Sehnsucht nach Erkenntnis gefolgt. Andere Übersetzungen und Traditionen sprechen daher von den drei Weisen aus dem Morgenland. Nach einem langen, suchenden Weg erreichen die Weisen, die Sterndeuter, ihr Ziel. Hören wir nochmal Matthäus. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Du sollst dir kein Kultbild machen. So steht es im zweiten Buch Mose. Selten wurde mir dieses Gebot so schlüssig wie bei dieser Begegnung. Da machen sie Sterndeuter weise auf den Weg, dem neugeborenen König der Juden zu huldigen. Sie tragen mit sich wertvolle Geschenke, eines Königs würdig, und sie sehen ein Haus in einem Dorf, eine Mutter, ein Neugeborenes. Dass jüdische Könige durchaus in Palästen leben, hatten sie gerade bei Herodes gesehen. Kein Erstaunen darüber, kein weiteres Fragen oder Suchen. Der Stern zeigt, das Herz weiß, hier ist es. In diesem Kind, in all seiner Schlichtheit, erkennen sie den neugeborenen König der Juden. Keine vorgefertigten Vorstellungen und Erwartungen lenken von dem ab, auf den Gott durch seine Zeichen weist und der selber Gott ist. Glaube, gegründet auf Herz und Verstand, geschieht in Bewegung, Offenheit, Akzeptanz. Ganz zu Beginn seiner Frohbotschaft zeigt der Evangelist Matthäus, dass die Heilsgeschichte Jesu eine Geschichte der ganzen Menschheit ist, der Juden und der Nichtjuden, und dass Gott sich allen unmittelbar offenbart, indem er jedem von uns die Zeichen sendet, die er oder sie zu lesen gelernt haben. Gott spricht mit uns in unserer Sprache. Und wie kommen nun die Könige in die Überlieferung? Die unterschiedlichen Übersetzungen der Heiligen Schrift sprechen hier gar nicht von Königen. Und doch sind die heiligen drei Könige mit ihren Gaben in der Volksfrömmigkeit fest verankert. Welche Freude auch, endlich der Geburt Jesu den Glanz verleihen zu dürfen, der dem Ereignis gebührt. Die Kunstwerke, insbesondere der Renaissance und des Barock, überborden mit prächtigen Darstellungen von reich gekleideten Personen, die demütig ihre in Gold und Juwelen gehüllten Geschenke überreichen. Ein Putz, wie man ihn sich sonst nur in Königshäusern vorstellen konnte. Sicherlich war damit auch der Gedanke verbunden, dass die weltliche Macht sich Gott unterwirft.
Herrscher aus Gottes Gnaden. Ein anderer Gedanke scheint mir ebenso schlüssig. Adeln Geschenke nicht auch den Schenkenden? Aus vollem Herzen schenken, das Beste geben, sich Zeit nehmen, keine Mühe scheuen. Die weisen Sterndeuter bzw. sterndeutenden Weisen haben mit ihrer Suche und Geschenken eine wahrhaft königliche Haltung bewiesen. Gott zu begegnen und ihm etwas schenken zu dürfen, macht uns zu Königen und Königinnen. Die Menschen, die sich aus dem fernen Morgenland auf den Weg gemacht haben, ermuntern uns, als Sterndeuter die Zeichen der Zeit zu erkennen, als Weise der Sehnsucht nach Erkenntnis mit Offenheit zu folgen, als Könige für Gott das Beste zu geben.